Hören Sie auf damit. Hören Sie endlich auf, mir zu folgen. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier bleiben. Siddharth, gehen wir? Warte kurz. Siddharth, wir müssen zum Gericht, gehen wir? Niemand geht zum Gericht. Keiner geht irgendwo hin. Misha, hör auf damit und gib mir den Schlüssel. Wir sind spät dran. Bist du so beschäftigt, dass du nicht mal Zeit für deine Verlobte hast? Misha, ich habe wirklich keine Zeit. Roshni und ich müssen gehen. Bitte gib mir den Schlüssel. Nein, ich gebe dir nicht den Schlüssel. Wenn du ihn willst, dann musst du mich erst küssen. Was? Für all die Augenblicke, die du nicht mit mir verbracht hast, mein Lieber. Okay, behalt ihn. Schon gut. Ich hol Dad her, dann kannst du dir was anhören. Warte! Es ist gar keiner zu Hause. Deswegen habe ich dich ja gebeten, mich zu küssen, du Dummerchen. Misha, das reicht jetzt. Ich habe dir doch gesagt, dass wir gehen müssen. Gib uns einfach den Schlüssel, ich bitte dich. Sie will nicht, Siddharth. Wir werden noch zu spät kommen. Musst du wirklich so lange darüber nachdenken? Fein. Bringen wir es hinter uns. Okay. Erledigt. Gib her. Wir müssen sofort los. Aber das war doch kein richtiger Kuss. Ich will... Was zum Teufel? Was soll das? Du gehst zu weit, Misha. Ich habe keine Zeit für sowas. Gib mir den Schlüssel. Sid, du bist derjenige, der zu spät kommt, nicht ich. Ich habe jetzt genug, Misha. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den verdammten Schlüssel. Erst nach einem richtigen Kuss.
Schau, Mischa. Meine Schwester sitzt im Gefängnis. Ich habe keine Zeit für diesen Schwachsinn. Ich bitte dich ein letztes Mal. Schlüssel. Ich habe eine Idee. Unterschreib und der Schlüssel gehört dir. Was soll das, Mischa? Es reicht mir. Ich unterschreibe das nicht. Gibt's keinen Schlüssel. Was? Unterschreib sie dort. Bist du verrückt? Sie dort. Der Zettel bedeutet rein gar nichts, also tu es. Aber sieh dir... Sie dort. Kritiker braucht uns bei Gericht, das ist wichtiger. Bitte, sie dort. Es macht keinen Unterschied, tu es. Mischa? Mischa! Ich habe unterschrieben. Jetzt gib mir den Schlüssel. Der Schlüssel! Hier ist er. Vielen Dank. Gehen wir. Bis bald, Sid! Mit deiner Unterschrift hast du unsere Beziehung noch stärker gemacht. Wir sind füreinander bestimmt. Nach Sichtung aller Beweise und Zeugenaussagen kommen wir zu dem Schluss, dass Kritiker Kurana das Verbrechen begangen hat. Das Gericht befindet Kritiker Kurana des Mordes für schuldig. Ein Moment, Sir. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wir haben Beweise, die in diesem Fall... hilfreich sein könnten. Mit Ihrer Erlaubnis bringe ich Sie vor. Entschuldigung, Sir, aber wie kann er Sie anzweifeln? Ruhe, Ruhe, Mrs. Patel. Bitte beruhigen Sie sich. Nehmen Sie bitte Platz. Mr. Kurana, das ist jetzt Ihre allerletzte Chance. Zeigen Sie uns, was Sie haben. Ja, Sir. Inspektor, Sir? Können Sie uns etwas dazu sagen? Ja, Sir. Der ärztliche Befund sagt,
dass Kritikers Ohren sehr sensibel sind. Sie darf keine Ohrringe tragen, denn schwere Ohrringe würden ihre Ohrläppchen verletzen. Außerdem gibt es Videomaterial, das belegt, dass Kritika in der Nähe des Tempels war, als der Mord passierte. Anhand der neuen Beweise ist das Gericht überzeugt, dass Kritika unschuldig ist. Wir befinden hiermit Kritika Kurana für nicht schuldig. Du hast es tatsächlich geschafft. Du hast deine Schwester gerettet. Moment, warte. Ich mach die Tür auf. Ah, Namaste. Bitte kommt doch rein. Ich muss Sid anrufen. Gott weiß, wer diese Menschen sind. Hallo? Aber was machst du denn, hä? Wir haben Gäste und du telefonierst. Wir müssen uns doch um unsere Gäste ich kümmern. Ich weiß selbst, wie man Gäste bewirtet. Ja, ich kümmere mich schon um alles. Ja, schon gut. Mach auch Tee. Ja, ich mach ja schon. Ja, jetzt geh. Hallo? Warum haben Sie die Tür verschlossen? Micha, öffnen Sie die Tür. Na gut, dann lasst uns mal anfangen. Mögen die Spiele beginnen. Roshni, es tut mir leid. Ich habe dich immer missverstanden. Und auch meinen Bruder. Kannst du mir vergeben, schon Dad? Schon okay, Liebes. Oh, Mom. Endlich hast du begriffen, dass du falsch gelegen hast. Das war alles, was wir immer wollten. Jetzt ist unsere Familie komplett. Komm her, Kritika. Gratulation, das ist wirklich eine ganz wunderbare Familie. Oder, Mom? Was hast du, Mom? Du müsstest glücklich sein. Dein Lieblingsschwiegersohn steht genau vor dir. Ich
Er ist so klug und intelligent. Es ist doch alles ganz leicht. Ein paar Leute bestechen, ein paar falsche Beweise vorlegen und das war's dann schon. Und schon ist sie frei. Er hat es geschafft, dich zu retten. Nachdem ihr jetzt alle zusammen seid, schlage ich vor, ihr verbringt etwas Zeit miteinander und entscheidet, wer euer nächstes Opfer wird. Und deine Enkelin ist wieder zurück bei Siddharth, dem edlen Ritter. Weißt du noch, Kind? Du hast dir deine Augen ausgeweint, als Papa starb. Und jetzt? Verbündest du dich mit seinen Mördern? Wie konntest du nur? Ach, was sag ich da? Du kannst das auch. Du bist nämlich wie dein Vater. Er hat nur darauf gewartet, dass du zu ihm überläufst. Mom, da liegst du wirklich falsch. Kritiker ist unschuldig. Wie oft muss ich mir noch dieselbe Leier von dir anhören? Sie ist unschuldig. Sie war es nicht. Bitte glaub mir doch, Sid hat das gesagt. Mir reicht es allmählich. Siddharth ist ein Gentleman. Siddharth hat immer recht. Hör auf ihn. Er hat sogar Beweise. Wow. Ich höre das schon so lange, dass ich es auswendig kann. Ich weiß ganz genau, was du über mich denkst. Du denkst, ich bin ein Lügner. Aber Roshni steht immer zur Wahrheit. Immer. So auch am heutigen Tag. Sie kann einfach nicht anders, Mutter, und das weißt du ganz genau. Ja, du hast recht. Ich sehe immer alles falsch. Und Roshni liegt immer richtig. Du belügst sie und sie lässt sich auch noch belügen. Ich war schon sehr oft sehr wütend auf dich, Siddharth, nicht wahr? Das weißt du. Und dennoch habe ich dich bisher nie als meinen Feind betrachtet. Wir kennen uns jetzt nun schon eine ganze Weile. Und ab sofort lernst du mich anders kennen. Und zwar von einer anderen Seite. Nämlich puren Hass. Wir sind Feinde.